So, ihr Lieben, wir haben jetzt 18.30 Uhr und heute machen wir nichts. Es gibt heute zu Abendessen Spiegelei mit Toast. So, guten Morgen. Heute ist das Wetter nicht so schön. Heute ist Samstag. So sieht es heute aus. Und es ist kalt. Also Strandwetter ist es heute nicht. Und jetzt wollen wir mal die Matratzen nach oben bringen. Ich weiß es nicht, wir haben es geschafft. Das war so schwer, die hier hochzubringen. Die sind so schwer, die Matratzen. Alexander hat auch mitgeholfen und gedrückt. Die sind einfach so mega schwer. Hätten die keine leichteren Matratzen haben können. Die sind einfach so mega krass schwer. Oh. Kannst du gar nicht ziehen, ne? Gut, dass Alexander noch ein bisschen mitgeholfen hat. Meine letzten Zentimeter. Oh, Gott sei Dank. Und ich hatte euch doch erzählt, dass ich diese Scheißfenster nicht aufbekommen habe. Ich bin einfach so hohl. Gestern kam die Julia und sie hat es geschafft. Ich meine, eigentlich weiß man ja, wie das funktioniert. Und ich habe so immer versucht. Na, das war so aufgeklappt und dann habe ich immer versucht, es aufzukriegen. Aber man muss es nochmal klappen. Und ich hatte halt noch nie solche Fenster. Und ich wusste nicht, dass man das halt zweimal rumklappen muss. Und deswegen war es hier so heiß wie in der Sauna. Aber jetzt lüfte ich mal kurz. Und ja, gleich wollten wir mal, ich drehe euch mal um. Ich mache mich jetzt fertig und gleich wollten wir mal nach Albert Hahn oder nach Jumbo fahren. Die zwei Lebensmittelläden ein bisschen einkaufen für Deutschland. Bin voll außer Atem. Ja, und meinem Sonnenbrand geht es besser. Heute schmerzt es nicht mehr so. Und heute kann man auch nicht zum Strand. Das Wetter ist nicht gut. Guckt euch mal hier meine noble Schminkecke an. Egal, das reicht völlig aus. Mein Gott, 270 Euro für 5 Tage. Hier direkt am Strand kannst du nicht meckern. Dann nehmen wir sowas auch in Kauf. Waschbecken ist halt oben. Unten ist die Toilette. Und ja, hier schminke ich mich dann immer, ne? Ich habe jetzt hier den Spiegel hingestellt. Meinen ja mitgenommen. In den kann man ja auch Musik hören. Und dann schminke ich mich hier. So, bisschen fertig gemacht. Und jetzt fahren wir zum Einkaufen. So, es hat die Nacht geregnet, merken wir gerade. Gar nichts mitbekommen. Ach, und hier kann man übrigens umsonst parken. Wenn ihr zum Beispiel hier über rentalsegmont.nl bucht, dann bekommt ihr hier so ein Freipark-Dingen da. Und dann könnt ihr hier frei parken. So, jetzt fahren wir hier hin. Das ist in Deutschland. Egmont an den Höf. 1,6 Kilometer. So ihr Lieben, wir waren jetzt gerade bei Albert Hein im Supermarkt einkaufen für 40 Euro. Ich zeige euch mal eben hier, was wir geholt haben. Passatjes zweimal für Alexandro. Die sind auch hier günstiger als in Deutschland. 1,50 diese größeren Packungen. Dann hat uns das hier sehr angesprochen, 2 Euro, so ein Kuchen. Dann haben wir ein bisschen Aufschnitt mitgenommen. Aufschnitt, Aufschnitt, Aufschnitt. Dann natürlich ein Tigerbrot, ein heiß begehrtes Tigerbrot, was wir total gerne essen. Eine Schokomel, muss man das Schwere erstmal nach unten. Dann gab es hier so sag schon. Hier, wie heißen die denn jetzt nochmal? Frikandel, genau. So Frikandel-Dinger mit Curry-Ketchup. Da haben wir 2 mitgenommen zum Probieren oder 3 sogar. Ich hoffe, die schmecken für 1 Euro.
Dann habe ich mir so einen Melonensalat mitgenommen. Einmal Bananen wollte der Kleine. Dann eine Pastasoße, eine pikante, weil ich ja gestern die Nudeln gemacht habe und keine Soße dazu hatte. Einmal Frühlingszwiebeln. Einmal so ein Küchlein. Dann wollte Alexandro hier noch so überzogene Kekse. Hier auch nochmal für den. Die hat Mama sich gegönnt. Ein Tomatenketchup für Alexandro. Dann wollte er einen Honig zu dem Brot. Hier diese Streuselchen, ne? Sind ja bekannt hier aus Holland. Dann habe ich dem Ermin einen Zitronenkuchen, einen frischen mitgenommen. Alexandro wollte noch einen Smoothie, eine Fanta. Einen Salat habe ich mir geholt, Gurken. Das war's. So, Alexandro möchte jetzt eine Scheibe Tigerbrot mit Streuselchen. Und ich werde mir mal diese eine, hier diese Frikandel reinziehen. So, ihr Lieben, wir waren jetzt ein bisschen shoppen. Wir waren bei Action und bei so anderen günstigen Läden. Und Alexandro, was hast du dir ausgesucht? Ein Desinfektionsmittel. Mit einem Tiger drauf. Mit einem Tigerkopf. Was noch? Na, Biogummis. So Früchtchen. Stifte. Radiergummi mit Kacke. Lineal. Und so ein Blöckchen, ne? So ein, fast gar nicht. So ein Block ist da noch drin. So, dann habe. Was ist so ein Blöckchen, ne? Ein Block? Ist da nicht ein Block da? Ja, da. Zum Schreiben. Aber das ist ein Smiley drauf, oder? Ja. Ich habe von Action einmal diese Servietten mitgenommen. Die fand ich echt schön. Dann einmal Feuchttücher. Was gab es noch? Dann habe ich fürs Auto zwei Wunderbäumchen. Einmal mit so Bubblegum. Bubblegum, ja. Bubblegum. Und einmal mit Mango und Papaya. Dann zeig mal deine Anziehsachen, Alexander. Halt mal richtig auf. Die hat der Alexandro sich ausgesucht. Einmal dieses T-Shirt. Ich weiß gar nicht, Vibra. Genau, der Laden heißt Vibra für 4,99. Hat er sich dieses T-Shirt ausgesucht. Zeig mal noch den Rest. Was hast du noch mitgenommen? Lass sie kurz falten. Brauchst nicht falten, müssen wir eh waschen, Schatz. Wer hat dir das beigebracht? Ich hab's selber gemacht. Aber wer sagt immer alles falten? Niemand. Ja, komm, der Ermin, ne? Das hat er sich auch ausgesucht. Was kostet das? 6 Euro. Mhm. Ich kann man auch so verstecken, weil ich bin gerade zu doof dafür. Und den Rest, was hast du noch? Eine Hose, glaube ich, ne? Mhm. Dann hat er sich noch diese Sommerhose ausgesucht. Auch von diesem Laden für 6,99. So, ich habe mir zwei Oberteile mitgenommen. Ich hoffe, die passen mir. Einmal das hier, fand ich ganz süß. Ich glaube, das habe ich von Zehmann für 3,99. Und dann das gleiche nochmal. Ich bin auch so doof. Ich mache bei der Seite das hin. Du musst von unten nach oben, ne? Ja. Und einmal in so einem Khaki. Zum gleichen Preis. Dann habe ich mir so eine Gürteltasche mitgenommen. Für 3,99 in meiner Lieblingsfarbe. Ein Jumpsuit. Von Action für 5,95. Den will ich gleich mal anprobieren, weil den habe ich, also den gab es nur noch in LXL. Ich glaube, der ist mir ein bisschen zu groß. Muss ich gleich mal anprobieren.
Alexander hat sich nochmal so Melody Pops mitgenommen. Und dann habe ich mir noch, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt schön finde, aber da im Laden fand ich es ganz schön. Das ist hier, leg's auf den Boden, Schatz, zeige ich dann gleich. Moment. Hier so ein Strandkleidchen ist es. Ich ziehe es gleich mal an, dann könnt ihr euch das anschauen. Und dann habe ich mir noch für die Haare sowas mitgenommen, weil ich die ganze Zeit die Haare vom Wind im Gesicht hatte. Das war's. Und dann waren wir noch lecker Kibbeling essen mit Pommes, mit Knoflauchsoße. Ganz, ganz lecker. Im Fisch Super, glaube ich, heißt es. Fies Super. Hier. Fies Super. Hat echt lecker geschmeckt. Jetzt sind wir voll. Ja, und langsam packen wir mal. Ich werde jetzt auch gleich mal saugen, damit es für morgen ready ist. Wetter ist nicht schön. Ich weiß nicht, vielleicht fahren wir auch heute Abend. Gucken wir mal, wie wir das so machen. Zeig. Hihi. Cool. Hast du schon rausgemacht? Guten Morgen. Heute ist Sonntag. Wir haben gut geschlafen. Draußen ist es sonnig. Ich habe jetzt schon die ersten Sachen ins Auto gebracht. Wir haben jetzt fast 7:30 und ich freue mich jetzt einfach nur noch nach Ermin zu fahren. Ich habe ihn echt vermisst. Alexandro ist noch im Bett. Ich werde jetzt hier ein bisschen die Wohnung sauber machen, damit wir sie auch sauber hinterlassen. Weil der Teppich ist schon etwas dreckig und hier, wo wir gegessen haben, ja, muss man ja immer sauber hinterlassen, wenn man sowas mietet. Und dann mache ich das jetzt eben. So, jetzt habe ich uns noch Frühstück gemacht. Tigerbrot mit so einer Wurst, die wir gestern geholt haben. Etwas Gurke und ein Glas Schokomel. 7:45 mittlerweile. Schläft er immer noch. Mal schauen. Schläft immer noch. Guten Morgen. Lass mich noch mal schlafen. Ein bisschen lüften. So, ihr Lieben, Küche ist sauber. Müll muss ich jetzt noch wegschmeißen. Hier noch die Stühle verrücken. Kind hat auch gerade gefrühstückt. Noch nicht richtig wach. So, die Sachen müssen wir jetzt noch mitnehmen, den Koffer. Oh, der hat gerade noch seinen Kakao hier runtergeschmissen. Wir haben es sauber gekriegt. So, du musst mir jetzt gleich mal helfen mit den Koffern, Schatz, ne? Ja, und jetzt ab nach Hause, nach Oberhausen. Schön. Es war schön hier. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Montag und ich bin gerade aufgestanden. Ja, wir sind gestern gut angekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier nochmal gevloggt habe. Auf jeden Fall, ja, war die Heimfahrt ganz okay. Außer, dass man in Holland immer 100 fahren muss. Das ist richtig nervig, fast zum Einschlafen so. Die ganze Zeit 100, 100, 100. Ja, an der Grenze gibt es auch keine Kontrollen. Also, dass man irgendwie rausgezogen wird und irgendwie was nachweisen muss. Auf jeden Fall, als wir angekommen sind, haben wir danach direkt den Corona-Test gemacht. Und der war bei Alexandro sowie bei mir negativ. Das haben wir einfach für uns gemacht, damit wir uns sicher sind, dass wir uns nicht angesteckt haben, dass alles okay ist und der Alexandro wieder in die Schule gehen kann. Also, ja, ganz viele haben mich gefragt, wo habe ich gebucht, wie viel hat die Unterkunft gekostet und so weiter. Ich hatte auf Instagram schon gezeigt, dass meine kleine Unterkunft, was heißt klein, also das war so ein kleines Ferienhäuschen mit
Obere Etage habt ihr ja gesehen. Brauche ich ja jetzt nicht nochmal zu sagen oder zu erklären, wie es aussah. Es ist halt nichts Etepetete, es ist halt was Normales. Aber für uns hat es völlig ausgereicht. Wir waren nur zum Schlafen da und zum manchmal Kochen. Es war alles da. Und es hat für 5 Tage einfach mal nur 270 Euro gekostet mit Endreinigung und Kurtaxe. Für 3 Personen, aber, also 3 Personen können da wohnen. Wir waren nur zu zweit, aber es war schon echt günstig. Natürlich gibt es in der vorderen Reihe, wo meine Freundin zum Beispiel gewohnt hat, wo man mehr Meerblick hat und alles, kostet es Dreifache oder ja, das Dreifache, mehr als das Dreifache. Aber uns hat es völlig ausgereicht und es war auch direkt in der Nähe vom Strand. Ja, ich verlinke euch gerne mal alles unten in die Infobox, wenn ihr da Infos haben wollt oder selber buchen wollt, dann guckt mal da rein. Dann könnt ihr euch mal erkundigen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was mich genervt hat, war dieser ganz, ganz feine Sand. Den hast du nicht runterbekommen, nicht von der Haut, wenn du eingecremt warst, von den Klamotten. Ich glaube, wir haben noch so viel Sand mitgebracht. Dieser ganz, ganz feine Sand, der war echt nervig. Und dieser Wind, ich meine, es war zwar warm und so, aber am Strand, der war auch nicht kalt, ne? Aber die ganze Zeit war es halt windig. Und ich bin ein Mensch, ich erkälte mich sehr schnell, wenn es windig ist. Und dann hatte ich 1-2 Tage, da lief mir die Nase. Und ich dachte, ich erkälte mich. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, bloß kein Corona. Aber ich kenne mich halt, ne? Also wenn es windig ist, dann kriege ich immer hier meinen Nacken. So, als wird so vom Durchzug, kennt ihr das, ne? Oder meine Nase läuft, ja. Dann weiß ich, dann muss ich heiß duschen oder heiß baden und danach geht es mir besser. Ansonsten hatten wir echt eine schöne Zeit. Wir werden Holland jetzt öfter besuchen. Und ja, es war alles cool. Was noch? Also gestern haben wir noch, was haben wir noch gemacht? Wir sind rausgegangen. Wir waren auf dem Spielplatz mit Alexandro, waren noch spazieren in Bottrop. Und dann haben wir noch Pizza bestellt bei Mama Maria, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich kann einfach nicht mehr. Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl. Ich bin es nicht mehr. Ich bin einfach zu dick geworden. Ich passe nicht mehr in meine Klamotten rein. Das hier sieht so schlimm aus. Meine Arme, hier meine Oberarme, mein Bauch, mein Gesicht, mein Doppelkinn. Ich fühle mich einfach überhaupt nicht mehr wohl. Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ab heute gesünder zu essen und auf jeden Fall abzunehmen und ein bisschen Sport auch zu machen. Und mal schauen wegen dem Hula-Hoop-Reifen. Viele haben gesagt, es braucht Übung, das geht nicht so einfach. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man macht sich das einfach um den Bauch und dann funktioniert es. Und man soll sich wohl nicht so kreisen, sondern einfach nur so, keine Ahnung was. Ich muss mir ein paar Tutorials angucken auf jeden Fall. Ja, und ich möchte jetzt endlich abnehmen. Ich hoffe, ich schaffe das. Mann, 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 Mann. Irgendwie ist es voll schwierig, wenn man in einer Partnerschaft ist. Dann sind gestern noch ein paar Sachen gekommen. Nicht gestern, also die Zeit über, wo ich nicht da war. Ich habe einmal für den Ermin Schuhe bestellt bei Giesbein. Die habe ich nämlich auch, genau die gleichen. Und dann habe ich eben die auch bestellt. Die sind ja von dieser Merino-Wolle. Die riechen nicht, man schwitzt nicht, reguliert die Temperatur, sind super leicht und kann man auch ohne Socken tragen. Hier, das ist diese Merino-Wolle. Die kosten so um die 120, glaube ich. Lasst mich nicht lügen. Ich verlinke es euch mal unten in die Infobox. Die sind wirklich super. Und ich habe hier 2 Paar davon. Jetzt habe ich dem Ermin nochmal welche bestellt. Die gibt es unter www.gieswein.com oder gieswein.de. Kennt ihr vielleicht auch aus der Werbung. Und die sind wirklich toll für eure Füße. Vor allem, wenn ihr Stinkefüße habt oder euer Mann, dann kann ich die sehr empfehlen. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Den werde ich euch auch unten in die Infobox verlinken. Dann, was haben wir hier noch? Die Brand News Box ist gekommen. Die würde ich euch jetzt mal eben zeigen. So, dann zeige ich euch mal hier den Inhalt von der Brand News Box. Kraftvoller Sommerauftakt. Nee, das ist die Genussbox. Das ist die Genussbox. Hier haben wir das News Magazin. Das finde ich ja immer ganz gut, weil da auch Rezepte drin sind. Das ist ganz interessant, und was es für Lebensmittelneuheiten gibt. Hier haben wir eine High-Protein-Pasta mit Grillenmehl, Tomate aus der Höhle der Löwen. Okay.
Ich weiß nicht, ob ich das essen kann. Also so grillen. Naja, nicht so meins. Mais, Erbsen, Flips, Paprika mit Vollkornmais. Dann haben wir Sesamkräcker mit Dinkel von Demeter. Einmal von Gefro. Ich finde die Sachen von Gefro echt lecker. Balance, Suppenpause, Grüne Welle. Hier haben wir Suppenpause, Pilz, Champignon. Pilz, Champion steht hier. Beauty Sweetie, süße Kronen. Das ist irgendwie so eine... Dann haben wir Hagebutte Cranberry Crispy Hafer. Superfoods, so ein Riegel. Dann von Brügen Crunchy Müsli, Zartbitter Schokolade und Haselnüsse. Ein Wein. Oh, die Marke mag ich. Von Campo Viejo Rioja. Schmeckt gut. Das ist was für mich. Oh Gott, die Box fällt runter. Was haben wir hier? Richardson, ein Eistee. Übrigens, ich hatte euch ja erzählt, dass ich mich verbrannt habe in Holland. Das sieht mittlerweile so aus. Das war eine Brandblase. Da ist ja Öl drauf geflogen. Von der Pommes, wo ich Pommes gemacht habe für Alexandro. Jetzt schaut es heute so aus. Was ist hier noch so Schweres drin? Ah, nochmal wahrscheinlich so ein Eistee. Nee, ein Cider. Ah, da wird sich der Erwin freuen. Der trinkt das ja total gerne. Pink Lady Apfel Cider 5% bei Katlin Burger. Und dann haben wir hier noch zwei Sachen. Minutenbrot, Low Carb, Goji-Bären, Haselnuss, Chia. 3 Minuten. Okay. Brotbackmischung für den Becher. Das ist ja witzig. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier auch High Protein mit Chia, Quinoa, Amaranth und Leinsamen. Ach, hört sich echt lecker an. Ja, das war so eine Gesundbox irgendwie, ne? So ein paar Sachen werde ich verschenken an Mama und Schwiegermama. Aber so ein paar Sachen kann ich auch gebrauchen. Ja, wenn ihr Interesse an der Box habt, schaut mal unten in meiner Infobox. Da habe ich einen Rabattcode für euch für die erste Box. Und da habt ihr auch den Link. Let the old be dead. Let the shadows be my head.